So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Fortnite, ausnahmsweise mal wieder aus dem noch nicht vorhandenen Startbildschirm, weil neues Update und für den Fall, dass da irgendwas am Anfang kommt, dass wir das mit drauf haben. Es sollte jetzt nämlich das Dragon Ball Update da sein, wenn ich nicht völlig falsch liege. Hat jedenfalls gerade auch ein Update gemacht über 2 GB. Gucken wir mal, ob irgendwas passiert. Bin gespannt. Noch haben wir kein Bild. Ah, Bild ist da. Sehr gut. Das verstehe ich auch immer nicht hier. Update-Größe 390 Kilobyte. Okay. Was auch immer er da nochmal zusätzlich macht. Riesiges Update. Das eigentliche Update waren 2 GB. Gerundet. So. Login-Vorgang läuft. Ton ist da. Okay. Okay, es gibt K. Oha. Es gibt einen. Das ist, wovon ich geredet habe. Es kommt irgendein Trailer-Ding. Oder irgendwas lädt jedenfalls. Man weiß es nicht so genau. Guck mal, kann ich auch. Hui. Ja. Lassen wir es mal laden. Der Pfeil ist weg. Achso, der Pfeil ist nur da, wenn ich die Maus bewege. Ich verstehe. Ist das jetzt gut, dass das lädt? Soll ich kurz Pause drücken und. Aha. Okay, das ist. Okay, den Trailer kann man auch auf YouTube gucken. Ja, den habe ich schon gesehen. Maus. Für Leute, die die Dragon Ball Charaktere nicht kennen, ist natürlich, ne? Die denken sich so, hä, was ist das alles? Aber ja. Ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel der Drache wird halt ein Gleiter sein, wenn ich mir das so ansehe. Die Wolke Jindo-chun oder wie auch immer sie im Original heißt, wird wahrscheinlich auch ein Gleiter sein. Ja, wir gucken mal, was da so los ist. Scheinbar kann man sich auch Folgen angucken. Keine Ahnung. Die kann man wohl als Charaktere bekommen. Ob man die kaufen muss oder nicht, weiß ich nicht. Kaufen werde ich definitiv nichts. Aber wir würden halt Missionen machen, falls es Missionen gibt. Okay, so. Ach, guck mal, hier ist jetzt ein eigener Dragon Ball-Dings aufgetaucht. Der mit den 4 Sternen. Okay. Ja. Genau, okay, es gibt Dragon Ball Charaktere. Nicht Charaktere, sondern es gibt Dragon Ball. Ach du grüne Neune. Müssen wir dann gleich mal lesen, was da alles los ist. Hat sich dann an der Map auch was? Okay, hier. Ah, hier ist jetzt da, wo vorher dieses Ding war, da haben sie jetzt so ein bisschen Dragon Ball Welt hingesetzt. Ich erkenne schon dieses Schiff und so. Ja, okay. I see, okay. Habe ich verstanden? Ja, okay. Gut. So. Wöchentlich zum Glück nichts Neues zu tun. Gute Vibes ist. Lol, in 20 Minuten geht Gute Vibes weiter. Auch super. Okay, wir kümmern uns erstmal um Dragon Ball. Gute Vibes hat Zeit. So, weil das geht jetzt eine Woche. Oder 2 Wochen. Wenn eine Woche 6 Tage heißt es, eine Woche 6 Tage heißt es 2 Wochen. Man weiß es nicht. Gut, den Drachen bekommt man schon mal, wenn man 7 Ziele hiervon abschließt. Und so weiter und so fort. Was auch immer das hier ist, 2M, irgendwelche Blitze, die man da freischalten kann. Okay, wahrscheinlich kann ich das dann hier sehen, dass man mit Blitzen, ja, dass man mit Blitzen die verschiedenen Sachen freischaltet. Ich verstehe, wie es gedacht ist. Okay, lasst uns das mal kurz lesen. Endet in 13 Tagen, 17. Okay, es geht 2 Wochen lang. 2 Wochen lang geht der ganze Quatsch. Alles klar. Schließe Aufträge ab, um dein Stärkelevel zu erhöhen und sammle Dragon Balls, um verschiedene Belohnungen im Spiel freizuschalten. Ja, verstehe ich. Sammle alle 7, um den Hängegleiter Shenlong freizuschalten. Verstehe ich auch. Alle Belohnungen aus Dragon Ball entfessle deine Kraft, können ohne Kauf erworben. Sehr gut, das ist wichtig. Das ist wichtig. Man kann sie kaufen, aber man kann alles auch so bekommen.
Das ist dann also wahrscheinlich der Charakter Son Goku. Ach nee, das ist nicht der Charakter, sondern das ist nur das Symbol. Okay. Levelaufstieg, erhöht das Saisonlevel, okay. Das sind dann auch wahrscheinlich, das sind so, okay, alles klar, ich verstehe das. Und das sind dann so, ja, okay. Das sind einfach solche Tanzbewegungen. Alles klar. Belohnungsvorschau. Ja, das ist dann ein Gleiter. Verstehe ich auch. Und ich schätze mal, die anderen Sachen. Ja, die könnte man jetzt kaufen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Weg, weg, ganz schnell weg. die anderen Sachen gibt es wahrscheinlich dann hier. Ich schätze mal, so Charaktere, wenn man jetzt genau. Na, wenn man jetzt mit Son Goku, also mit denen wirklich spielen will, die müsste man sich wahrscheinlich kaufen. So, das ist aber natürlich Quatsch. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Gut sieht's aus, keine Frage, aber nein. Nein, auf keinen Fall. Wir holen uns das, was gratis ist, was möglich ist, sich zu holen, das holen wir uns, aber wir werden uns hier nichts kaufen. Auf gar keinen Fall. Okay. So. Was muss man jetzt tun dafür? Schließe Warm-up-Aufträge ab. Ach so, drei Stück von denen hier. Ah, das sind jetzt so Phasen. Ich verstehe. Und die nächsten kommen mit der nächsten Zeit. Dann wäre es aber wahrscheinlich am sinnvollsten, jetzt einen Part halt zu machen mit den Aufträgen hier oben. Und dann erstmal einen gute Vibes-Part und so weiter. Ja, okay. Öffne Kapselkorb-Kapseln. Ja, gut, die liegen wahrscheinlich einfach rum. Ja. Kein spezieller Ort, der die anzeigt. Die liegen einfach rum. Ah, wir haben noch keine Musik im Hintergrund. Moment. Ich mache kurz wieder Kyumu an. Ich würde ja fast gerne Dragon Ball Musik jetzt machen, aber eigentlich könnte man es probieren. Es gibt ja genug so Fan-Remixes, auch sowas. Ah, weiß ich nicht. Lieber nicht. So, ich mache kurz Kyumu an. Dass irgendwas im Hintergrund läuft. So. Okay, das ist komisch. Was ist das denn? Kremnei. Das geht 8 Minuten. Nee, muss jetzt nicht sein. Was ist das? Das geht 4 Minuten? Nee. Okay, normales Lied. So. Öffne Kapselkorb. Kapseln, die liegen wahrscheinlich irgendwo rum. Besuche einen bekannten Trainingsort. Ah, das ist nur eine Möglichkeit. Nur hier, okay. Was auch immer jetzt da ist. Scheinbar ist da auch irgendwas aufgedeckt. LOL! Die haben hier das Haus von Mutenroshi hingesetzt. Schwert bekloppt. Okay, das ist das Haus von Mutenroshi. Das erkenne ich doch von hier. Okay. Haben die vielleicht doch noch mehr an der Welt verändert als nur da oben? Wäre schon interessant. Ich bin mal gespannt, wie alles aussieht, wenn wir gleich reingehen. Bin mal gespannt. Kaufe einen Gegenstand bei einem Dragon Ball Verkaufsautomaten. Okay, gibt es nicht so viele von. Zerstöre Objekte mit einem Kamehameha. Das muss man erstmal finden. Das wird wahrscheinlich als Waffe oder so sein. Keine Ahnung. Distanz auf einer Chino. Okay, das heißt, die Wolke ist auch irgendein Flugobjekt, was man finden kann. Gut. Weil sonst wäre das ja. Ich dachte erst, die ist vielleicht einfach nur ein Gleiterobjekt, aber okay, ist ein Flugobjekt. Schaut Dragon Ball Super beim Dragon Ball Super Episodenfest. Okay, da muss ich gucken, wie man da hinkommt. Was war. Entweder das macht man dort oder das macht man extra in der, auf einer. Auf einem in so einer Creative Mode-Dings. Dann Sparring-Aufträge. Mach in verschiedenen Matches. Aha, hier. Bei einem Versus-Battle mit. Das muss man also finden und dann kann man das. Okay. Oh, mal gucken, was das ist. Füge in verschiedenen Matches einem Gegner Schaden zu, bevor du selbst Schaden nimmst. Okay. Schaden mit Kamehameha. Jetzt. Hier. Ach ne, hier zerstöre Objekte und hier Schaden zufügen. Okay. Gewinne ein Versus-Battle. Okay, also die Battles müssen wir uns mal angucken. Die sind wahrscheinlich dann irgendwie so speziell. Okay. Na gut. Dann würde ich aber fast sagen, falls die. Ich weiß nicht, ob die eigene Musik eingebaut haben. Wir gehen mal wieder aus der Musik hier raus. Wir machen mal wieder die normale Spielmusik lauter. Nur für den Fall, dass die irgendwas selbst eingebaut haben. Nur für den Fall. Gehen wir da mal wieder. Gehen wir da mal wieder rein. Ich weiß es nämlich nicht. Und bevor da irgendwas schief geht,
Machen wir das mal lieber so. Wir gehen rein. Ich bin gespannt, was... Achso, ich guck mal ganz kurz hier, ob es eine eigene... Ob es dieses eigene Adventure-Ding jetzt gibt für Dragon Ball. Ah, hier. Das hier ist dann wahrscheinlich... Das ist das Episode. Okay, hier kann man sich die angucken. Ich verstehe. Na, hier geht man dann... Obala. Ist jetzt die Frage, ob es bei Nullbauen überhaupt dabei ist. Oder ob man es nur hier machen kann. Wenn ich mir das gerade so anschaue. Aber es kann auch sein, dass es nur das Symbol jetzt ist. So, wo ist jetzt überall das... Ach hier, Fortnite X Dragon Ball. Also hier ist die Episodeninsel. Episodenfest. Ach, und es ist immer eine spezielle Folge. Ah. Okay, das ist die Folge mit dem Super Saiyajin. Ich spoilere jetzt mal lieber nicht, weil, ja. Okay, das sind spezielle Folgen, die sie zeigen. Und hier zeigen sie dann die Folge 10. Ah, ich verstehe. Hier zeigen sie Folge 11. Ja, okay. Das sind natürlich die Folgen mit Beerus. Ja, 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 ja. Geht dann wahrscheinlich einfach bis Folge... Oh! Okay, es geht noch weiter. Folge 98 hier sogar. 81. Okay, ja, ja, ja. Ich sehe, ich verstehe. Sie zeigen so die speziellsten Folgen. Scheinbar in Englisch? Bin mir nicht sicher. Kann man nachher mal reingucken. Oder in einem weiteren Part. Jetzt gehen wir erstmal ins normale Match. Jetzt gehen wir erstmal ins normale Match. Also null bauen. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten müssen wir in unsere normale Battle Royale rein. Dann müssen wir halt bauen. Let's go. Ich lasse jetzt auch mal hier laufen. Falls auch auf der Übungsinsel irgendwas verändert ist. Ich lasse jetzt mal laufen. Nur zur Sicherheit. Nur zur Sicherheit lasse ich mal laufen. Jetzt haben wir erstmal nur 12 Minuten schon den ganzen Part verquatscht. Das ist auch faszinierend. Naja. Okay, ich wollte gerade sagen, bis der Ladebildschirm kommt, lasse ich vielleicht dann doch noch kurz eine Pause rein, aber der Ladebildschirm kommt. So, ist jetzt schon was? Ah, vielleicht kann man jetzt schon so ein bisschen die Waffen auch vorsehen. Vielleicht liegt irgendwo schon so eine Kamehameha rum, oder ich weiß ja nicht, wie man die einsetzt. Werden wir alles hoffentlich rausfinden. Vielleicht kann man die Kamehameha auch nur bei einer Dings zum Beispiel einsetzen. Bei einer... Hier, weißt du schon. Bei so einem Duell-Ding. Könnte natürlich auch sein. Bin mal gespannt. Weil hier, das sind jetzt die ganz normalen Waffen, ne? Das ist jetzt noch nichts Spezielles. Das sieht auch alles noch normal aus. Ja, also ich denke, die Übungsinsel können wir auch in Zukunft wieder skippen. Da ist nichts Neues. Gut. So. Okay. Wir müssen gleich mal zu Mutroshis Insel. Die ist gleich da unten. Ja, komm, dann gehen wir da direkt hin. Dann gehen wir da doch direkt hin. Das ist nämlich der einzige Ort. Ja, das ist eindeutig das Haus von Mutroshi. Das haben sie ganz cool gemacht. Ich denke mal, es reicht, ihn zu besuchen. Oder muss ich auch mit ihm kurz quatschen? Ach, da ist Bulma, lol. Moin. So viel zum Kamehameha für dich. Da liegt jetzt ein Kamehameha. Okay, das kann man also dann dreimal einsetzen. Und damit kann ich jetzt Objekte zerstören. Ich hab jemanden erwischt! LOL, das war Zufall! Witzig. Sind hier auch noch Leute drin? Aber ihr habt es gerade gesehen, man kann also jemanden sehr schnell mit einem, der bevor er den Kamehameha einsetzt, kann man den problemlos erledigen, die Leute. Das ist ja witzig. Was ist das?
Glitch. Das ist ein Dragon Ball Verkaufsautomat? Nee, scheinbar nicht. Okay. Egal. Schade. Hätte klappen können. Okay. Ja, war jetzt blöd, aber einfach zum Testen. Einfach zum Testen. Okay. Sah ja ganz lustig aus. Also, den Trainingsort haben wir schon mal besucht. Jetzt legt er natürlich das Haus von Muten Roshi einfach mal in Schutt und Asche. Gut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder losgeht. So. Da geht's gleich wieder los. Jetzt müssen wir natürlich auch nicht mehr uns dorthin begeben, wo alle hingehen. Ne, zum Haus von Muten Roshi. Müssen wir jetzt nicht mehr als erstes. Jetzt können wir erstmal relativ normal einfach starten. Irgendwo, wo es chillig ist. Am spannendsten wäre es natürlich gleich da drüben, wo halt die ganzen Dragon Ball-Geschichten aufgebaut... Wobei, sind überhaupt Dragon Ball-Geschichten aufgebaut oder hat sich da... Vielleicht hat es auch gar nichts mit Dragon Ball zu tun, aber ich hatte so den Eindruck, dass es mit Dragon Ball zu tun hat. Wir gehen mal dahin. Vielleicht ist es aber auch die sowieso gewollte Veränderung in Fortnite, dass das gar nicht Dragon Ball spezifisch ist hier. Dass das eher für Vibes ist. Das ist für Vibes. Ja, Daily Bugle ist jetzt so... Ah, das hat mit Dragon Ball nichts zu tun. Okay. Sowas hatten sie ja schon mal, ne? So ein Schiff und so, das hatten sie ja alles schon mal. Lazy Lagoon heißt es jetzt hier. Okay. Das hatten sie alles schon mal. Ja, ja, ich erinnere mich. Alles klar. Dann gönnen wir uns gleich mal Kokosnuss. So. Ja, ja, das gab's hier alles schon mal. Hier ist sonst nichts weiter, okay. Da könnte man noch hoch. Da ist eine blaue Kiste. Da können wir uns gleich mal rein sneaken. Sehr gut. Levelaufstieg. 98. Wir sind so knapp vor der 100. Sehr, sehr gut. So, wir gehen mal zu der blauen Kiste runter. Dann schon mal den Kollegen hier mit. Stachler Maschinenpistole kann man auch mitnehmen. So. Wobei, wir machen es mal so rum. So rum ist besser. Okay. Wir bräuchten nur noch ein bisschen... Ich habe halt noch kaum Schild. Na, eigentlich habe ich nicht kaum Schild. Das ist falsch. Ich hab schon ein bisschen was an Schild. Aber ein bisschen mehr Schild wäre ganz nett. Ah, hier gibt's mehr Schild. Und Kokosnuss auch noch, ne? Ja, perfekt. Kokosnuss füllt ja auch Schild auf. Sehr schön. Na, es wird doch. Das Versus ist jetzt so ein... Die Dings, die... Hier, weißt du schon. Die Kopfgeldaufträge sind jetzt diese Versus-Tafeln. Das sind jetzt die Wettkämpfe. Das ergibt alles sehr viel Sinn. Okay. Und jetzt ist es aber genauso ein Kopfgeld wieder. LOL! Hier sind Kapseln scheinbar. Oder woher weiß ich jetzt... Woher weiß ich jetzt, wo der Typ ist? Hier oder was? Ist das mein Versus, Kollege? Oh, ich muss aufpassen. Oh, ich muss richtig aufpassen.
Wo ist er hin? Scheiße. Ja, das war dann das. Mist. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Aber hatte die jetzt... Die hatte kaum noch Energie, ne? Die hatte einfach kaum noch Energie. Ach, ärgerliche Momente. Ärgerliche Momente. Okay, let's go, nächste Runde. Aber wir haben schon wieder mehr gelernt zu diesen Tafeln. Aber das funktioniert dann ähnlich wie, wie das Kopfgeld. Das funktioniert ähnlich wie das Kopfgeld. Okay. So, da geht's gleich wieder los. Schauen wir mal, was wir diesmal hinkriegen. Oh, erstmal nehmen wir wieder 5000 MP mit, weil wir zum 120. Mal oder so den Busfahrer gedankt haben. Okay, also müssen wir gar nicht unbedingt beim Schiff starten, weil das hatte gar nichts mit Dragon Ball zu tun. Dann ist das Einzige, was sich bezüglich Dragon Ball an der Map geändert hat, wahrscheinlich das Haus von Muten Roshi. Das ist gut möglich. Okay, dann können wir irgendwo starten, wo jetzt vielleicht nicht so viele Leute am Anfang hingehen. Wir gehen mal das ein bisschen an den Rand. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Wir haben auch noch keine Kapseln geöffnet, ne? Also da vorne hat es zwei Kapseln angezeigt. Die habe ich leider verpeilt. Vielleicht sieht man die auch in der Nähe. Oh, wir könnten natürlich auch am Anfang bei so einem Ding erstmal so ein Star Wars Teil uns holen. Warum nicht? Ne? Hier ist eh gerade niemand anders, scheinbar. Naja. Fast niemand. Oh, scheiße. Das war nicht so smart. Oh, hier krieg's auch erstmal gleich hier Dings. Auch sehr gut und wichtig. Kriegen wir da noch mehr von? Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal. Okay. Gut. Die Frage ist, wo bekommt man diese Kamehameha-Dinger eigentlich her? Also ich dachte so, vielleicht findet man die einfach so, aber so ganz einfach scheinen die jetzt auch nicht rumzufliegen. Ich meine, bei dem Haus von Muten Roshi, klar, dass da welche sind, habe ich mir fast gedacht. Oder vielleicht hat die auch jemand von Bulma gekauft, das kann natürlich auch sein. Dass man die kaufen muss, bei so Verkaufsautomaten. Wäre auch denkbar, ne, mit dem Gold. Wäre auch sehr denkbar. Okay, setzen wir erstmal den Kollegen. So. Dann gehen wir mal da hoch. Da ist auch noch schön chillig. Und dann können wir mal in Ruhe gucken, was wir so alles hier finden. Was ist da drüben? Hä, wie soll man da hinkommen? Wahrscheinlich nur, wenn man durch einen Flug da landet, ne? Ja, da muss man durch einen Flug wahrscheinlich landen. Das ist ja auch lustig. Na gut, ich meine, man könnte sich so einen Riss holen und dann kann man da nochmal runterfliegen. Ja, sowas ist schon denkbar. Ach so. Oder so. Ja, das geht natürlich auch. So müsste ich da auch rüberkommen, ne? Gut. Ah, ich dachte, ich kann dich da irgendwie hochziehen. Ich dachte, das funktioniert wieder Greifarm. Das funktioniert gar nicht wieder Greifarm. Na, scheiße war's.
Ah, ich kann damit nur Sachen holen. Ich dachte, ich kann das... Ah, lol. Aber stimmt, mit dem Greifarm käme man da auch hoch. Ja, okay. Na dann, aber das ist natürlich Quatsch. Ah, oder kommt man... Verstanden. Verstanden. Mit einem Teleport kommt man da hoch. Witzig. Actually ganz... Oh, die haben wir schon. Actually ganz witzig. So. Oh, das ist jetzt weniger witzig. Von wo denn? Und wo hat jetzt der Typ geschossen? Warum? Ich habe ein Problem. Okay, wir hauen wieder ab. Jetzt bin ich bei der anderen rausgekommen. Oh, das ist auch interessant. Aber ich wollte eigentlich ganz abhauen. So. Ist hier das Schwein in der Nähe? Ja. Komm her. Komm her. Sehr gut. Abflug. Da, wo müssen wir hin? Okay, es ist zum Glück gar nicht weit. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass es nicht weit ist. Oh. Ach nee. Das hintere muss ich ersetzen. So rum. So rum. Aber ja, wahrscheinlich muss man sich an so Verkaufsautomaten dann die verschiedenen Dragon Ball Geschichten holen. Weil so automatisch liegen die jetzt nicht rum. Oder sie sind halt selten. Das kann auch sein, ne? Okay, können wir mal auf die Karte jetzt gucken, was wir so alles hätten. Kapselkorps, Kapseln sehe ich jetzt aktuell nichts hier rumfliegen. Verkaufsautomat wäre hier zum Beispiel einer. Das ist automatisch, das ist automatisch. Episodenfest ist auf der anderen Insel. So. Da wären die Matches. Das wäre jetzt nicht so nah dran. Und alles andere. Okay, dann gehen wir zu dem Automaten. Dann gehen wir mal zu dem Automaten und gucken, was wir da so finden. Ob man da Kamehameha zum Beispiel kaufen kann. Ich weiß es ja nicht. Aber vielleicht muss man auch nur in die Nähe von so einem Automaten oder... Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Und wie gesagt, vielleicht ist es auch nur selten. Kann ja auch sein. Ist ja alles möglich. Was ist denn da oben los? Ach, da hat es gerade einen Riss wahrscheinlich aufgetan. So, okay, jetzt vorsichtig. Das ist wahrscheinlich der Dragon Ball Automat oder was? Ja, das ist der Dragon Ball Automat. Okay. Gut, ich meine, eine Mission ist sowieso hier was zu kaufen. Ja, hier kann man Kamehameha kaufen für 250. Oder Jindo-Chun kann man auch kaufen. Okay, kaufen wir erstmal ein Kamehameha. So. Und dann können wir damit auch schön Sachen kaputt machen. Aber kann ich das sozusagen nur dreimal dann einsetzen? Oder wie sieht das aus? Ja, aber jetzt zeigt es da noch eine 2 an. Okay. Das heißt, ein Kauf sind so ungefähr
drei Einsätze. Versuch nur gerade Sachen kaputt zu machen. Aber es dauert ganz schön lange. Huiuiui. Okay. Wir sind bei 43 von 100. Weiß ich nicht. So, wer hat da geschossen? Tschüss. Okay. Gut. Gebiettechnisch sind wir eh... Ah, nee, sind wir nicht... Oh, jetzt ist eine Kapsel aufgetaucht, aber an die komme ich nicht mehr ran. Schade. Okay, aber Kapseln sieht man dann auf der Karte irgendwann. Ich verstehe. Kapseln sieht man irgendwann auf der Karte. So. Gut, Geld mitnehmen. Jetzt ist das Geld noch wichtiger geworden, weil wenn wir immer schön Kamehameha kaufen müssen... Na, dann ist das natürlich, geht es ins Geld mit der Zeit. Außer wir haben halt Glück und finden es irgendwie irgendwo. Weiß ich nicht. Gut, wir nehmen ein Auto. Das erscheint mir gerade sinnvoller als das Tier zu sein. Treibstoff 72. 45. Okay, tschüss. So. Dramatisch ist, das Tier stirbt jetzt. Und ja, wir hören im Hintergrund, ne, es gibt keine spezielle Musik oder sowas. Das heißt, wir können auch wieder unser Kumo anmachen im nächsten Part. Hätte ja sein können, dass sie irgendeine Dragon Ball Musik einbauen, was weiß ich. So. Oh, da ist was gelandet. Oder es landet noch. Kommt es noch runter? Ja, weil da ist noch nichts. Ja, ja, es kommt noch runter. Wir können trotzdem hier warten. Die Schrotflinte ausgleichen. So. Oh, nice. Die nächste Zone ist direkt auch hier gleich. Das ist praktisch. Oh. Ja, das ist doch mal hübsch. Dann nehmen wir doch das hier mit. Oh, das ist auch nice. Ups. Dann bin ich jetzt nämlich voll. Sehr gut. Mehr Munition. Oh, okay, jetzt... was ersetzen wir? Das da. Weil ich dann ja eh mit dem Ding vorne kämpfe. So. Vogel? Bist du ein guter Vogel oder ein normaler? Normaler, langweiliger Vogel. Du kannst weg. Ich verschone dich. So. Okay. Oh nein, da drüben ist die Darth Vader-Scheiße. Aber das scheint schon ein bisschen was passiert zu sein, weil hier Waffen rumliegen von denen. Aber dann darf ich nicht in die Richtung schießen, sonst kommen die gleich her. Das wäre nicht so geil. Ist jetzt halt die Frage, wohin es dann gleich weitergeht mit der Zone. Das ist jetzt halt die Frage, wohin es dann... Oh, ich habe das hier falsch. So. Wohin es dann mit der Zone weitergeht. Da drüben kämpfen welche. Kann ich mich da einmischen? Kommt der her? Muss er ja eigentlich sogar. Nee, wo muss er... Oha. Oh, Jindo Jun. Sehen wir auch mal im Einsatz, die Jindo Jun. Sieht er mich?
Ach, verdammt. Yo, das mit Jindo Chun ist cool. Das sieht echt ziemlich cool aus. So, wohin geht's weiter? Gleich hat sich die Zone wieder zusammengeschlossen. Dann wissen wir auch gleich, wohin die Reise geht. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht gleich noch irgendwie weggesnipert werde. Okay, es geht in die Richtung. Das ist nicht gut. Oh, da wurde ein Kamehameha ausgelöst. Nice. Nice. Oh, eine Chinochun-Wolke. Aber ob ich die jetzt. Bringt mir die jetzt was? Weiß ich gar nicht. Ach, die kann man ständig einsetzen, oder was? Yo! Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Das ist cool. Okay, verstehe. Das ist ziemlich cool, ja. Warte mal, machen wir mal so. Nice. Oh, ein Kamehameha haben wir auch noch am Start hier. Jetzt wird's wild. Erstmal schnell aufbessern hier. So. Wie viel Schüsse? Ich habe noch 3 Schüsse davon. Stark. Habe ich den gesehen? Ja, der hat mich jetzt aber gesehen. Yes! Mit der Kamehameha zum epischen Sieg. Nice! Und das hat auch gleich den gegnerischen Kampfschaden-Mission-Dings erfüllt. Meine Güte. Das war cool. Das war cool. Okay. Gefällt mir. Hätte aber auch böse schief gehen können. Das hätte richtig böse schief gehen können. Okay. Gehen wir erstmal ins Menü zurück. Gehen wir erstmal ins Menü zurück. Ja, aber dann haben wir schon einiges verstanden. Jindo-chun ist ein Item. Kamehameha ist ein Item, was man so finden kann. Und hier geht's jetzt hier, ne? Hier geht's so Stück für Stück geht's hier hoch. Und wie gesagt, mit allen Missionen baut sich das dann hier Stück für Stück auf. Ich meine, ich glaube, nichts davon ist wirklich wichtig. Aber vor allem das hier verstehe ich nicht. Was das jetzt für ein. Was das bringt, ein Levelaufstieg? Oder ist das einfach. Ist das einfach normaler Levelaufstieg hier in dem Spiel? So ein Levelaufstieg. Könnte sein. Nice. Ich kann jetzt eine Goku-Figur. Dingsen. So. Okay. Dann lasst uns aber ganz schnell eine Sache. Ah, guck mal, jetzt sind die gute Vibes-Dinger wieder da. Na, Geräteverbindung herstellen und so weiter. Da geht's jetzt auch weiter. Und ich nehme an, dass das mit Lazy Lagoon dann zu tun hat. Weil da ist jetzt was Neues passiert. Okay. Dann haben wir wieder einiges zu tun in Fortnite. Es lohnt wieder. Dragon Ball wird es jeden Tag ein bisschen mehr dazu geben. Was da noch alles kommt, bin ich echt mal gespannt, weil hier schon einiges drin ist. Ja. Was wir jetzt noch machen müssen, sind die Matches. Ach, gucke mal. Dadurch, dass wir einfach nur ein Match angenommen haben, hat es auch schon als eins von zwei gezählt. Okay.
Interessant. Also annehmen reicht schon, um hier das Ding zu bekommen. Auch nicht schlecht. Gewinne eins, ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Da muss man dann den Typen halt auch erledigen. Mal gucken, was da so abgeht. Und dann wird es hier so Stück für Stück. Ich bin sehr gespannt, was hier alles noch dazu kommt. Da wird es einiges zu tun geben. Kapselkops haben wir noch nicht gefunden. Das hier müssen wir noch weitermachen. Einfach Kamehameha finden und Sachen kaputt machen. Möglichst halt irgendwo, wo es viele Objekte sind, die schnell kaputt gehen, ne? Sonst dauert es ewig. Ach, und Distanz auf einer Jindo-Chun ist auch eine Mission. Also wenn ich eine finde, unbedingt damit rumfliegen. Und wir haben ja gesehen, die kann ich unendlich oft einsetzen. Die hat nur eine Respawn, also eine Cooldown. Das hat sie. Okay, das machen wir jetzt noch schnell. Wir gucken noch kurz ins Episodenfest rein. Weil da geht man nur einmal kurz rein und schaut sich ein bisschen um wahrscheinlich. Und das war's dann auch. Welche Folge gucken wir uns denn mal an? Ich wäre ja tatsächlich. Wo ist es denn? Da, Fortnite X Dragon Ball. Ich wäre ja tatsächlich für die Folge. Ja, das wäre gar nicht mal so bad. Die ist ganz gut. Läuft die dann im Loop? Wir werden es gleich rausfinden. Wir werden es gleich rausfinden. Oder ob die nur zu bestimmten Zeiten läuft oder, ne? Wahrscheinlich, ich denke aber, man bekommt das Achievement, sobald man hier einfach da ist oder so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Episode 11, ja. Also noch läuft sie nicht. Pick-up, Schildtrank bringt mir nicht. Ach, hier kann ich wechseln. Okay, hier kann ich die verschiedenen Episoden wechseln. Das geht also auch ganz gut. Schön. Oh, hier kann ich sogar mit Jindo-Chun fliegen, aber das zählt wahrscheinlich nicht zum. Ist jetzt eigentlich der Ton weg? Ist der Ton komplett weg, oder wie? Nee, eigentlich noch alles am Start, okay. Nur irgendwie hat die Wolke gerade keinen Ton mehr. Und auch so. Ah doch, das hat jetzt wieder Ton. Schaue Dragon Ball beim Dragon Ball. Jetzt hat's gezählt. Okay. Also man muss einfach da sein. Auch wenn kein Dragon Ball läuft. Was kann ich hier tun? Man weiß es nicht. Ich habe einen Drink. So, der Soundeffekt vom Drink hat sich auch verabschiedet. Fullscreen-Zone. Jetzt geht das Telefon los, aber es ist nur so ein Spam-Anruf. Das sehe ich am Dings. Use the prompt to enable Fullscreen. Was für ein Prompt? Soll hier eigentlich der Film laufen gerade? Es ist alles so still, ich bin sehr verwirrt. Ich habe das Gefühl, irgendwas funktioniert hier nicht. Ich wechsle mal kurz auf eine andere Episode, zur 10. Ich wechsle mal kurz auf die andere Episode. Aber hier ist auch alles still. Sehr weird. Open Store. Item Store. Huch. Nee. Okay, verstehe. Ja, aber das scheint irgendwie nicht. Vielleicht muss man dafür irgendwas noch runterladen oder so. Weiß ich nicht. Bild in Bild ist verfügbar. What? What? Da
Da oben stand Bild in Bild ist verfügbar, aber da seht ihr das, das Rote. Aber was kann ich da? Ja, ich wollte nicht auf die Wolke, aber es ist okay. Ja gut, ist auch egal, wie das funktioniert, wir brauchen es ja nicht. Vielleicht ist ja auch der Ton deswegen ausgestellt, damit, falls das Video läuft, man das Video sehen kann, aber ich sehe aktuell kein Video. Ach hier, R-Video im Vollbild ansehen. Cool. Okay, aber hier könnte man dann die Folge gucken. Mich hätte es jetzt halt noch interessiert, ob das die englische oder japanische Sprachausgabe ist. So, das hätte mich noch interessiert. Ja, aber scheinbar bekomme ich kein Bild rein. Auch wenn ich noch nicht weiß, woran das liegt. Habe ich irgendwas eingestellt, dass das nicht geht? Habe ich irgendwas deaktiviert? Keine Ahnung. Ist auch egal. Das ist ja nicht so das Wichtigste. Na? Bild in Bild ist verfügbar. Ja, das nützt mir nichts, wenn ich es nicht auslösen kann. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es leider nicht. Aber den Auftrag haben wir bekommen, insofern können wir auch raus. So, gut. Dann nächstes Mal, ja, mehr von den Missionen. Wir versuchen mal ein Match zu gewinnen. Das wäre ganz nett. Und jetzt gibt es dann auch noch die gute Vibes Aufträge Teil 6. Da geht es auch noch weiter. Ich hoffe, dass die jetzt nicht wieder wahnsinnig schwierig werden, sondern einfach nur wieder so Sammelzeug ist. Werden wir alles sehen. Es gibt wieder eine Menge zu tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.